Hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich mal geschafft, so viele Nebenquests wie möglich abzuschließen. Und wir sind im Moment gerade fertig mit allen möglichen. Und was uns noch bleibt, ist der finale Boss. Und ja, danach sehen wir mal weiter, was noch so optional ist, alles kommt. Kolosseum muss ich noch machen. Dieses eine, die Nekropole ist wahrscheinlich auch noch nicht zu Ende, ne? Da ging es ja immer noch runter und ja. Aber ich habe so das Gefühl, ich muss erstmal den finalen Boss erledigen und das machen wir in diesem Part. Ja, ich bin Level 75 mit all meinen Charakteren. So sieht meine Truppe aus für den finalen Kampf. Aber natürlich mich auch um die anderen Charaktere gekümmert, so Ausrüstung, Fertigkeiten und so was alles. So, ich zeige euch mal so ungefähr hier die ganzen Stärke beziehungsweise Magie-Dinger habe ich alle genommen bei jedem Charakter. So Sachen wie Reflexion, halber Schaden habe ich reingenommen, damit der Kampf ein bisschen schwieriger wird, weil ich nicht weiß, ob ich überlevelt bin für den finalen Kampf. Werde ich ja gleich sehen. Wenn ich sehe, dann werde ich gleich noch mal ein bisschen erklären. Und ja, ich habe fast bei jedem Charakter KP und TP Wiederherstellung und Wiedergeburt und Wiedergeburt 2 reingepackt, weil das ist diese Fähigkeit, wo du wirst getroffen und du heilst dich dann noch so ein bisschen, nachdem du getroffen wurdest, hoch. Und ja, also ich habe gedacht, das ist vielleicht eine gute Fähigkeit, vielleicht sollte ich mal bei jedem reinpacken. Und ja, aber alles hier so umgekrempelt mit jedem Charakter, sieht fast ungefähr gleich aus bei jedem. Und ja, ich habe außerdem die Teufelswaffen ausgerüstet und ja, ich habe Kopf- und Körperklamotten nicht ausgerüstet. Wie gesagt, was war der letzte Storyboss, den wir bekämpft haben? Zagi, ne? Und der war, glaube ich, auf Level 60, ne? Level 62. Und ja, wir sind ja jetzt schon ein paar Level höher und der war auch nicht so schwer, als wir den bekämpft haben. Da waren wir auch schon so, weiß ich nicht, 72 und so. Und da ich natürlich jetzt spannend halten will und natürlich nicht den Kampf hier super easy erledigt haben möchte, habe ich mir die Sache ein bisschen erschwert. Wenn ich sehe, ist unmöglich, dann gehen wir natürlich wieder zurück und tun uns vernünftig ausrüsten und so. Aber im Moment habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe die Kopf- und Körperklamotten von jedem Charakter ja weggenommen und ja, die Teufelswaffen bei ihnen ausgerüstet. Ich habe jeden Charakter ausgerüstet, weil ich nicht weiß, keine Ahnung, muss ich mit zwei Teams kämpfen oder so, das ist ja manchmal so eine Sache. Aber ich glaube eigentlich, nee, da kann eigentlich gar nicht sein, weil normalerweise wären wir ja 7 Charaktere minus Patty und Flynn, weil die ja in der PS3 Version dazu gekommen sind. Das heißt, man könnte ja gar nicht mit zwei Gruppen irgendwie aufteilen. Genau, vielleicht ist das ja, also ich, keine Ahnung, vielleicht wäre das so gewesen. Ich musste irgendwie so an Final Fantasy 7 oder so nachdenken. War im finalen Kampf auch so, ne? Weiß man ja nicht. Egal. Ich habe die Teufelswaffen alle ausgerüstet und ja, wir haben halber Schaden drinne und wie gesagt, ich will den Kampf spannend halten. Wir sind Level 75. Nehmen an, der finale Boss wird vielleicht Level 65 sein. Also werden wir dann 10 Level höher als der finale Kampf und ja, wir würden wahrscheinlich den Boden aufwischen mit dem Boss. Also ja, um das zu vermeiden, habe ich mich ein bisschen verkrüppelt, damit es herausfordernd und spannend ist für mich, weil sonst wäre ja langweilig, ne? Finde ich jedenfalls. Und ja, wenn ich sehe, klappt nicht und ich krieg übelst volles Pfund aufs Maul, dann tue ich natürlich die Ausrüstung und so was alles hier wieder umrüsten und so. Und ja, aber gucken wir mal, wie der abläuft. Ich bin jedenfalls gespannt. So, wir gehen mal diese gigantische Treppe hier nach oben und oh mein Gott, machen uns dann auf zu Duke, ne? Welcher höchst sehr wahrscheinlich der finale Boss sein wird. Und dann gehen wir mal und gucken. Der finale Kampf steht bevor. Alle sehen voll badass aus. Und da steht er.
bin ich der Einzige, der voll komisch findet, dass der irgendwie das ultimative Böse sein soll, weil das halbe Spiel lang haben wir Alexei hier bekämpft, ne? Und der Typ ist eigentlich nur immer uns über den Weg gelaufen und jetzt ist der irgendwie der Hauptbösewicht. Das ist irgendwie komisch, so wenn du darüber nachdenkst. Egal. Machen wir den fertig. Sieht trotzdem irgendwie aus wie so eine, keine Ahnung, so eine Paralleluniversum-Version von Yuri. Ja, okay. Lass die Credits rollen. あの大きさを見る人間たちがおとなしくブラスティアを差し出すとは思えん。それとも無理やり行うのか。無理やりなんてしないのじゃ。人々が進んで応じるなんて信じられないのかしら。一度手にしたものを手放せないのが人間だ。分かってもらえねえか。だけど俺たちは俺たちの選んだ方法で星神を撃つ。 もう少し待ってくれねえか。僕たちは人々の決断を、そして僕たち自身の決意を無理したくないのです。それで世界が元に戻るというのか。エンテレケイアによりエアルが調整され、あらゆる命が最も自然に営まれていた頃に戻るのかと聞いている。それは お前たちは人間の都合の良いように、この世界をテルカ・リュミレースを作り変えているに過ぎん。世界が成長の途中だとは考えられませんか。エンテレケイアたちは精霊になることを進化だと考えています。同じようには考えられませんか。彼らエンテレケイアの選択に口を挟むことはすまい。だが 私には私の選択がある。分かってくれねえのは、それをやろうとしている俺たちが人間だからか。人間が信用できないからって放っておいて、手遅れになったらいきなり消そうとするってどうなのよ。お前たちはこの塔がどういうものか知っているか。もともと都市だったこの樽からも古代人は自ら兵器に変えた。 エンテレケイアを滅ぼすために。あくまでブラスティアの危険を認めようとしない古代人にとって、ブラスティアを攻撃するエンテレケイアは邪魔でしかなかったのだ。そしてエアルの乱れにより星神が出現した。そうなって初めて人間はエンテレケイアの言葉に耳を傾け、多くの犠牲の上にある。 なのに人間はまた過ちを犯した。必ずまた繰り返すだろう。どうしようもないところまで世界を蝕み、自分たちの存続のためだけに世界のあり方まで変えようとする。そんな存在こそ星神をも凌駕する破滅の使徒だ。それがあなたが人間を滅ぼそうとする理由なのですか。 私は共に誓ったのだ。この世界を守ると。エルシフルね。クロームから聞いたか。ああ、彼女、あんたを止めてくれって言ってたぜ。彼女も私たちの話を聞き入れてくれて精霊に転生しました。だからどうか一緒に。ふざけるな。 エンテレケイアがその使命を放棄するというなら、私が引き継ぐ。
お前たちの手段を待つまでもなく、私がこの術式を完成すれば、世界は救われる。デューク、やめるんだ。このまま人間が世を治めていけば、必ず同じ過ちを繰り返す。そうなれば人の心はすさみ、より辛い未来になるのではないか。たとえそうであっても、自分たちで選んだ道です。 傷ついても、立ち止まっても、諦めなければ、また歩き出せるはずです。そうよ。間違ったり失敗したりするのを怖がってたら、新しいことなんて何にも見つからないもんね。それに、私たちはあんたみたいに勝手に決めつけて、この道を選んだんじゃない。みんなで決めたよ。うん。一人じゃ難しいのかもしれない。でも僕たちは、 一人じゃないんだ。一人でできなかったら、みんなで頑張る。そうやって歩いていけるってことに気づいたんだ。だから、のじゃ、一人で出した答えはいつか必ず行き止まりにぶち当たる。でも、みんなで船を漕げば、どんな凪でも嵐でも、いつか海を越えられるのじゃ。心がつながっている者同士はそれでいいのだろう。 だが必ず辛い未来を受け入れられる者がいる。それがわからぬお前たちではないだろう。そうね。厳しいけど、それが現実でしょうね。けど変わろうとしていくものを受け止め、考え、また変わっていく。人も世界もね。だから何年、何十年、何百年かかったとしても、いつか受け入れてくれる。 今はそう思えるわ。だって、それが生きるということなのだから。変化とか痛みを伴うもの。でも、それを恐れていては前にも進めない。誰もが同じように進めるわけじゃないというなら、僕らがそれを支えます。そのための騎士だ。そのためのギルドです。だな。守らなきゃいけないもんは確かにあるだろうが。 おさん、次の時代に生きる奴らの先見てみたいわ。バカどもが変わっていくのを先に行っちまった奴らの代わりにさ。ああ、jeder darf noch was sagen, ne? お互い、世界を思う気持ちは変わらぬというのも不思議なものだ。不思議じゃねえ。 あんたと俺たちは選んだ先、未来に見ているものが違う。未来は守らねばならん。守らねば破滅が待っている。未来は作り出すもんだろう。選んだ道を信じて作り出すもんだ。 Ich wollte gerade sagen, während wir hier alle reden, macht er seine Formel fertig. Vielleicht sollten wir mal angreifen, bevor er damit fertig ist. So, los geht's. War natürlich klar, dass erstmal jeder noch mal hier einen Satz bekommt oder so. So, Duke, der kann fliegen, klar. Mal gucken, wie stark der ist. Level 62, siehst du? Weil der macht uns Schaden, aber au. Oh, ich habe nicht mehr Ruhm, merke ich gerade. Ja, gut, dass ich mich verkrüppelt habe, sonst wäre hier ein Kindergeburtstag gewesen. Oh Gott, warte. Ich wünschte wirklich, da wäre ein Untertitel. Warte mal. Nee, die hat wieder alles aktiviert. Die setzt einfach nur Dings ein. Oh Gott, wir nehmen schon Schaden, also ist gut. So, was ist diese Krankheit noch mal? Da wird doch wahrscheinlich sowieso noch irgendwie eine zweite Form oder so haben. Ne? Das wird ja ein bisschen zu einfach. Alter.
Also was hier? Soll ich vielleicht mal einsetzen, ne? Wie teleportieren? Oh Gott sei Dank. Mein Gott, das hat wenig Schaden, aber egal. Das Ei des wilden Wolfs und vergiftet. Ja, super. Ja, der wird mich sowieso treffen, also zack. Ich hätte da gar nicht eingesetzt. Außer der hat keine Wüstengard, aber das bezweifle ich sehr stark. Der keine hat. Ich frage mich, ob hier auch eine geheime Mission ist. Da habe ich übrigens, warum sind meine TP so schnell weg? Was? Ich habe übrigens mal versucht, hier einige Bosskämpfe zu wiederholen. Ne? Kann man ja machen. In Namco Bandar Island. Und ich wollte ehrlich gesagt da hoch trainieren, aber dann habe ich gemerkt, ich kriege gar keine Erfahrungspunkte durch die Kämpfe. Also ja. Ich habe mich mal an einige Bosse hier versucht, um die Geheimmission zu bekommen. Das Problem ist, ich weiß natürlich nicht, was ich machen muss. Man kann es in den Trophäen, glaube ich, irgendwie nach, und man kann irgendwie versteckte Trophäen irgendwie, man kriegt ja immer eine Trophäe, wenn man die Dings hier oh Gott, wenn man die Trophäen wenn man die Geheimmission erlegt, dann kriegt man ja eine Trophäe am Ende für diese Geheimmission. Und ja, man kann da theoretisch nachgucken, da muss man irgendwie bei einem Spiel drücken oder so, glaube ich, dann kann man nachgucken, wie man die versteckte Trophäe bekommt. Ach ja, es hat einen neuen Zauber gelernt, heiliger Regen hier. Dann hat sie, glaube ich, gelernt durch heilige Lanze und große Sinnflut, genau 50 Mal. Und ja, das ist ein sehr cooler Zauber. Das ist wie Meteoriten Regen, nur halt Licht. Bin übrigens gleich tot. Aua, er hat schon wieder nicht sein Dings eingesetzt. Okay. So, was wollte ich sagen? Ah ja, man kriegt dann eine, Alter, wie weit ist das geflogen? Man kriegt dann eine Trophäe jedes Mal, wenn man die Geheimmission erledigt. Und au, man kann nachgucken, aber habe ich nicht gemacht, natürlich, weil ich das selber herausfinden will. Aber ich habe auch, ich habe eine Geheimmission geschafft zu bekommen, als wir gegen dieses Viech in der Wüste gekämpft haben, dieses Adepagus, wie ich, bevor der Adepagus aufgetaucht ist hier, Ausbrecher oder Ausbreiter oder irgendwie sowas. Weil ich, da habe ich irgendwie so ein Kristall oder so kaputt gemacht, während er versucht hat zu zaubern oder so, glaube ich, keine Ahnung. Und ja, die anderen Bosse habe ich jetzt, weiß nicht, nicht geschafft hier. Ich habe noch mal gegen Zagi auf dem Boot gekämpft. Man kann ja in den Trophäen einfach nachgucken, ja, so welche noch gefehlt hat. Die sind da, ja, ist ja nur Geheimmissionen, weil nicht 10, 12 und so was alles. Da muss ich einfach nur gucken, welchen Boss ich, welche Nummer ich noch nicht habe. Muss ich einfach gucken, welcher Boss ist das. Und ja, aber ich habe keinen anderen geschafft. Ich habe nur hier mit diesen Ausbrecher oder wie auch immer das Ding hieß geschafft. Und keine Ahnung. Ja, dann wusste ich nicht, die mir gefehlt haben. Weiß ich nicht, was ich da machen muss. Weil der Kampf hat es übrigens in sich. Aber ich muss mir angewöhnen, ich habe jetzt mit Yuri Combo Plus zweimal, glaube ich. Oder Combo Plus 2, was uns zwei mehr Treffer gibt. Und ja, ich muss mir angewöhnen, jetzt fünfmal zu 1, 2, 3, 4, 5 und dann Angriff. Ja Gott, den geht voll ab. Nein, daneben. Ja, die Hälfte haben wir schon abgezogen gleich.
Ich finde, die Herausforderung passt eigentlich nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer. Ist genau richtig, finde ich gerade. Solange der sich nicht noch irgendwie so heilt oder irgendwie sowas, kann man das ja machen. So, ich mache jetzt 3er. Aua, ich hätte gleich 4er machen sollen. Oh mein Gott, ehrlich. So, mystische Art. Huha, huha, jo. Das ist viel zu wenig. Alter, das macht ja voll wenig Schaden, habe ich gerade gesehen. Hat er vorhin viel mehr abgezogen. Flynn kommt einfach so stich. Was? So, ich glaube, einzige Problem, was wir haben können, ist, dass unsere Items vielleicht irgendwie aufgebraucht werden. Weil er wird da sicher noch eine... Mein Gott, der hat alles unten. Der Typ, der wird sicher irgendwie noch eine zweite Form oder sowas haben. Da wäre ja viel zu einfach. Ja, eine fusionieren mit dem Adelphagus oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Wenn ich einzelne Tales of spielen gelernt habe, dann hat die Charaktere immer mit irgendwas sich verbinden am Ende. Dadurch voll stärker werden. Es war echt nervig, dass den seine Angriffe unsere TP ja reduzieren. Und ja, das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, welche Angriffe. Ich glaube, den seine normalen Angriffe nur. Bin mir jetzt nicht sicher. Und den seine ganzen Arts hier scheinen nicht irgendwie. Oh, komm her. Ich box dich einfach. Finaler Boss, ich boxe den Typen ins Gesicht. So, mein Gott, eure Dinger gehen zu schnell. Ja. Schampan. So, läuft gut. Ich bete, dass der Typ sich nicht heilen kann oder so. Das ist so was von nervig in diesem Spiel. So. Ich glaube, das bringt eigentlich nichts hier, unsere TP zu heilen, weil wenn er unser Angriff, ja, ich glaube, normale Angriffe waren das. Ja, ich habe gerade die Aufnahme gesehen. Aua. Oh Gott. Oh Gott. Oh. So, dann nehmen wir mal Wundergummi. Ich habe genug Geld, um mir alles neu zu kaufen. Also. Noch mal bloß nicht das. Bei dem sein Schwert gerade über seinen Kopf anhängen, so das sah komisch aus. Pass auf, jetzt kommt er mit seiner zweiten Form gleich an. Die ist Level 75. Dann habe ich ein Problem. So, ich hoffe, da bringt irgendwie was, dass ich die Teufelswaffen ausgerüstet hat, weil irgendwie wurde darauf so irgendwie hingewiesen. Oh, im letzten Part, ne? Irgendwann, was haben die noch mal gesagt? Mein Gott, von überall kommen Angriffe aus dem Boden. Nicht, wann war das noch mal? War das, als wir die eingesammelt haben alle? Ja, ne? Ich meine, die haben irgendwie so gesagt, so die könnten ganz schön hilfreich sein gegen Duke oder so. Irgendwie so was haben die gesagt. Deswegen kam ich mal erst auf die Idee. Also mochte ich Waffen, die aua, nicht zu stark und zu schwach waren. So. Ich muss einfach nur darauf achten, dass Rita die ganze Zeit TP hat. Oh Gott. Weil jetzt, wo ich darüber nachdenke, weil Yuri und Flynn bringt das nicht viel, die TP zu heilen, wenn er uns die ganze Zeit abzieht. Also diese Combo erstmal kreiseln und dann. So, ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Ich habe abgewehrt, aber hat das irgendwie verhindert, dass mir die TP geraubt werden? Oh Gott, Mann,
Zack. So, einmal getroffen damit. Gut. 100.000 noch, komm. Kriegen wir. Darf ich einfach normal an, so. Oh Gott. Ich setze den Wundergummi ein gleich. Ja. Oder Mischgummi, was weiß ich. Und da direkt beides halt. Also was hier. Oh Gott. Ja, war sehr gut. Au. Also warum kann der Typ fliegen? Ich weiß, das war ich überraschend. Oh Gott. Überraschend früh. Oh, ich setze mal spezifisch ein hier so. Boom. Klatsch, weil er hat ganz schön Schaden gemacht. Hau. Oh Gott, Estelle. Oh gut, danke. Ich merke gerade, dieser Wiedergeburtsskill scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Ich wurde gerade angegriffen, aber ich habe mich irgendwie nicht geheilt. So als Konter, sag ich mal. Ich kann jetzt eigentlich mit der Mystic Art hier erledigen, aber ich rechne einfach damit, dass noch irgendwas kommt. Aber der kann auch diesen Zauber. Hilfe. Au. Da gehe ich. Da gehe ich hin. Ein Trank des Lebens bisher. Und das ist eine Basisart. Okay. Vielleicht wird er gleich hier Revitalisierung einsetzen. Ne? Sag nein. Na, oh, Flynn hat den letzten Schlag gehauen. Okay. さすがにフェローが認めたものたちということか。あんたこそ大した強さだ。残念だ。お前たちともっと長き時を歩んでいれば違う形の開口があったかもしれぬのにな。今からでも遅くないぜ。いや、もう遅い。このそらを星神が覆った時 私の道は決してしまったのだから。この分からずやめ。世界の永続にとって最善の道。それは世界を自然な形に戻すこと。それが私の選んだ道。私はそれに準じる。友よ。力を。さて、フォズニアと言うんばっ。 Oh Mann, jetzt kommt der finale Boss, ne? Pass auf. Oh ja. Oh ja, hi. Das geht alle auf ihn. Also typische finale Boss. Arena hier, ne? Einfach so ein Kreis, so ein Siegel auf dem Boden. So, nehmen wir uns mal einen hiervon. So, was für ein Level bist du denn? Ach so, ja, ich muss jetzt mal riesieren. Flynn, mach mal. So, 75, ne? 65, so. Okay. Der hat 1 Million AP. Seine Werte sind jetzt nicht so sehr viel höher. Gut, gucken wir mal. Oh nein, ich habe diese Pillenkrankheit. Ich noch irgendwie. Los, komm. Schaffen wir. Noch was? Nicht anpassen. So, wir tun immer noch meine TP hier verballern. Oh nee, die hat eine Krankheit hier. Ich muss doch zaubern. Au, 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 wat? Ach so, wir waren ja noch geschwächt, genau. Ja, mir war ein bisschen spät, ist. Was hier?
Muss ich mal kurz hinhalten, ja. So, zack. Alles klar, Gott. Okay, diese Pillenkrankheit war ein bisschen nervig. Er hat irgendwie mich und Flynn hier mit einem Schlag weggepfeffert. Weil wir halt so wenig HP hatten. So. Ich glaube, der tut unsere TP nicht mehr hier absorbieren. Oh Gott. Nee, sieht nicht so aus. So, jetzt kommt er aber mit einer mystischen Art. Pass auf. Ich setze mal das hier ein, ne? Brace for Impact. Jetzt kommt er so was von. Ja, ich wusste es. Gott. Boah, Knall. Was? Was? Habt ihr gesehen, wie viel Schaden hat gemacht hat? Okay. Das war nicht nett. Er hat 13.000 Schaden gemacht, habe ich gerade gesehen bei irgendjemanden. Bitte macht das nicht noch mal. Er hat ganz schön weh getan. Oh, wir haben noch nicht mal 100.000 abgezogen. Ey. So, ich brauche mal kurz ein alles Heilmitteltrank. Gott. Nein, nicht anfassen. Du sollst ihn nicht in die Luft packen. Da treffe ich den noch nicht mit meinen Angriffen. Okay, ist alles gut. Wenn der, wenn er sich jetzt nicht übertreibt mit seinen, seiner mystischen Art, dann sollte er eigentlich. Ach, also was hier? Nee, Alexandrie will ich eigentlich nicht abnehmen. Das gibt mir eine Menge HP und so. Oh Gott, oh Gott, ja. So, jetzt wird der Kampf ungemütlich. Kannst du nur immer noch meine Rüstung und so was alles anziehen, ne? Also ist jetzt nicht so. Aber bis jetzt geht es ja noch. Ja, ich meine, es ist nicht einfach, aber spätestens wenn uns die Gegenstände ein bisschen knapp werden. Oh nee. Also, wenn er jetzt wieder mit diesem Urknall kommt, ne, dann haben wir echt ein Problem, ey. Oh Gott. Oh nein, das ist nicht gut. Das war echt nicht eine nette Fähigkeit. Ey. So. Oh Gott. Damit muss ich mich jetzt so lange hier. Und damit muss ich jetzt so alle paar Minuten jetzt hier umkämpfen. Ich habe nicht mal 100.000 Schaden abgezogen von dem. Was ist denn das? Na komm. Gehen wir. Autsch. Okay, diese ganzen Dinger sind doch ein bisschen nervig. Wer ist, wenn wir uns wenigstens irgendwo anziehen? Ich glaube, ein Helm mindestens. Das war das Gott. Mindestens ein Helm. General, ja. Das hatte sie, ne? Ja. Weil das ist da wohl übel. Vor allem, das ist jetzt nicht irgendwie so, weiß ich nicht. Wie man praktisch kontrollieren kann, ja. Au! Oh. Ja, ich glaube, wir verrecken hier, wenn das so weitergeht. Oh, und der kann meine Angriffe einfach abbrechen. So, danke. Das macht Rita. Das Metroid auf den herabregen. So, wir sind unter 1 Million. Das ist der erste Level 65. Alle Tales auf finalen Bosse sind immer so um den Level. Jetzt kommt schon wieder überlebt. Das ist ein bisschen zu schnell, wenn du mich fragst.
Vor allem, das kommt jedes Mal. Ich kann auch nicht jedes Mal, das heißt, ich muss ja jedes Mal ein Spezifika einsetzen. Also muss ich nicht, aber Leckerei meine ich. Die tun sich ja auch automatisch halt wegen dieser Wiedergeburtsfähigkeit. Trotzdem habe ich die ausgerüstet. Ey. Hätte ich es gewusst. Nein. Ich habe mir nur halt mal Gedanken gemacht, um was ich ausrüste. Mein finaler Kampf halt, ne? Und hätte ja sonst was sein können. Hätte ja irgendwie Alexei 2.0 oder so sein können, wo der sich die ganze Zeit hochhalte. Oh Gott, wenn sowas gleich kommt, ne? Oh Gott. Okay. Oh mein Gott. Nein, Rita. Bitte vom Weiten. Ja, ich glaube, ich kann vergessen, irgendwie, dass mich Stell heilt. Jetzt irgendwie, weil nicht jetzt zu viel. Hier geht zu viel ab, deswegen. Oh mein Gott. Ich boxe einfach ein ja. Was machst du jetzt? Ich will gar nicht wissen, was der alles zaubern kann. Also lass mal. Warum sieht der übrigens aus wie Nominat aus Tales of Berseria? Warum sieht er aus wie so ein Heil? Warum sehen die Tales of Bosse eigentlich immer aus wie irgendwelche Heiligen? So Engel oder so in Tales of Symphonia, Tales of the Abyss. Ist auch, okay, jetzt nicht direkt ein Engel, aber sah auch halt, weiß ich nicht, nicht aus wie ein Teufel oder so. Jetzt genau noch ist Helvi CP aus. Mystische Art. Er scheint aber nicht irgendwie wie ein Berserker direkt anzugreifen, nachdem er diesen Dings gemacht hat. So, ich muss mich mal schauen wir mal so. Oh Gott, wenn er jetzt, der scheint also nicht, der scheint nicht komplett sofort hier anzugreifen, wenn der hier seinen Zauber, hier seine mystische Art loslässt. So, wir haben noch Zeit zum Atmen, so ein bisschen. Da müssen wir nicht jedes Mal irgendwie so ein Leckerei einsetzen. Also das ist schon mal gut. Also ich werde es natürlich lieber sicher machen mit Leckereien, aber also nicht. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher hier. Alter, lass mich doch mal nicht an. Sehr gut. Mein Gott, ich bin vergiftet, ich bin gelähmt. Ich habe doch gerade einen Allheiltrank eingesetzt. Blind kann auch keine Art einsetzen. So, Estelle hat irgendwie so eine Fähigkeit, womit manchmal Start-Upgrades hier den ganzen Kampf lang überdauern können. Ich glaube, da ist gerade der Fall mit. Mit Juri, der hat die ganze Zeit so eine Feder, aber ist das wirklich irgendwie eine Verbesserung? Normalerweise geht dann immer, weiß nicht, so ein roter Balken oder so ein grüner, so ein blauer Balken nach oben. Irgendwie passiert da gerade nichts. So. Ich frage mich, ob den sein Überlimit aktiviert wird, wenn man bestimmte HP. Also letztens hat mir jemand geschrieben, dass man mystische Art abbrechen kann, ne? Von den Gegnern, aber wie soll es halt denn abbrechen, wenn er direkt hier seine mystische Art poppt hier, also ohne dass ich überhaupt darauf reagieren kann. Da seht ihr ja, wir sind
zwar voll im Eimer gerade, aber nein, nicht auf das Teil. Ist gerade am Zaubern, bestimmt Nachtigall oder irgendwie sowas. Jawohl. Also ja, wir sind nicht unglaublich im Eimer. Wenn uns die Tränke des Lebens ausgehen oder Leckereien oder so. Au. Wo wir gerade von Tränke des Lebens reden, ne? Nein, geh weg von der. Geht sie weg. Ich fahre einfach hier alles raus, ey. Mann, bleib doch mal hier. Ja, ich kann mir schon denken, wie man mythische Art abbricht, wenn man seine eigene mythische Art einsetzt, aber wenn die betäubt werden hier und das läuft irgendwie aus, aber das ist ja sehr schwer zu machen, ey. Wahrscheinlichkeit, dass ich das mal irgendwie reißen kann, das ist irgendwie sehr klein. Und dann kommen manchmal hier so Bosse wie er hier, gehen jetzt über Limit direkt durch mystische Art. Da kannst du ja gar nichts mehr machen. So, pass auf. Ich könnte zum Beispiel versuchen, über Limit zu gehen, ne? Warte mal, wer war das? War er das? Stasis? Ich hoffe, das ist wegknacken, das ist eine mystische Art, weil sonst wird die Zeit, glaube ich, angehalten, ne? Gott. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht gerade. Ja, ich bin da gerade rausgerannt, aber hat mich noch getroffen. Sehr gut. Ja. Ja, finde ich gut, dass der Kampf nicht so einfach ist. Ich frage mich, wie dieser Kampf abgelaufen wäre, wenn ich irgendwie, weiß ich, Level 75 mit meinen besten Waffen und so ohne halber Schaden und so reingegangen wäre. Soll man gleich mal machen. Nee, lass mal. Also warte, ich habe mal Lust auf eine Schaden hier. Und ein bisschen Schaden, wenn es geht. Muss ich schon treffen, danke. Wenn ich beim ersten Mal verfehlt, dachte schon nein. Ich glaub, wir haben schon so ungefähr die Hälfte runter, ne? Die machen so wenig Schaden. Boah, wir sind gerade mal bei der Hälfte. Oh Gott. Den Kampf aber gerade in den Griff sehe ich. So, jetzt kommt er. Das heißt wieder Ouch Time. Boom. Oh, der ist betäubt. Nein. Ja, wie kann man nur so eine unfaire mystische Art haben? Ey? Das war voll krass. Gott, er steht direkt neben mir. 110 Leckereien. Ey. Ja. Nur. Ja. Okay. Bin ich auch nicht los, bitte. Oh Gott. Oh Gott. Guck mal, wie er fliegen kann. Ah. 500.000, ganz klar, kriegen wir hin. Was, da kommt noch irgendwas Schlimmes oder so? Er hat aber nicht so viel drauf irgendwie, ne? Au. Er tut sich jetzt nicht hochheilen oder so, wenn er sich hochheilt noch irgendwann, ne? Das muss echt nicht sein. Der rennt einfach da raus. Ich war gerade den in der Combo am bearbeiten, dann geht einfach so ein. Nö, ich gehe jetzt. Ah, hier geblieben. So, ich habe gesehen, was gerade fertig gezaubert. Oh, was?
So, wir gehen so, werden sowieso jetzt alle getroffen, also hier, komm her, bringt eigentlich nichts irgendwie auf Abstand zu gehen, wenn da sowieso jetzt alle getroffen sind, so gut wie tot. Aber oh, ich bin vergiftet, das ist nicht gut, ich gebe jetzt sofort tot um, ne? Oder auch nicht. Gift dauert ein bisschen, bis es wirkt anscheinend. Na, oh, oh, nein, nicht schon wieder diese Pille. Ich hasse das. Arita. Zum Glück habe ich ja. Ah, nee, ich bin tot. Nee, gut. Geht nicht, ob ich los. Sehr gut. Au. Nein, schon wieder diese Pille. Ey. Das geht mir so auf die Nüsse. Ach, Dings habe ich auch. Machen dieser blaue Dings überhaupt? Ich weiß halt nicht, man kann nicht zaubern. Ist doch egal. Ich kann doch nicht zaubern. Ich kann doch nicht zaubern. Ich hau doch mit meinem Schwert. So, genehmige du dir mal hier einen Orangen-Gummi. Was schmeckt das? Orange. Nein, nach Gummi. Au. Ja, nein, Estelle. Schwächetrank. Aber diesen, diese Startdingens konnte ich noch nie leiden, ne? Soll ich jetzt warten, bis Estelle uns heilt, oder? Ja. Hi. Na, Überlimit. Überlimit. Mystikat. Schnipp, schnipp. So, ich glaube aber, mit den Leckereien kommen wir aus. Ich hatte irgendwie... Au, au. Ich hatte echt Angst irgendwie, dass die uns... Okay. Doppelter Kreis. Ich habe echt Angst gehabt, dass uns die Leckereien ausgehen werden, ne? Aber irgendwie will mir das... glaube ich noch relativ knapp schaffen, oder eigentlich nicht, müssen eigentlich nur so 3-4 am Ende irgendwie übrig haben, habe ich so das Gefühl. Sag, ich habe nach links gedrückt, ich habe nach, das ist eigentlich auch clever, dann tut sich das ja immer wieder neu füllen, sehe ich gerade. Nein, ich Du hast jetzt nicht meine Dings abgebrochen, oder hast du, du Drecksack? Ja. Steht auf. Ja, auch gemacht. Rita vorhin ins Gesicht gebrutzelt. Ich habe schon wieder diese blöde Pille drin. Ey. Aha. Boah, schon wieder. Wie der immer rechtzeitig sein Dings noch auf hat, ey. Boah. Ja, Revitalisierung ist nicht schlecht, aber wir gehen jetzt sowieso jetzt alle schlafen. Das ist eigentlich gut. Wir müssen uns keine Gedanken darum machen, irgendwie. Ich komme da einfach so runter. Muss man eigentlich gar keine Gedanken drum machen hier. Also wenn denn jetzt, was? Okay. Okay, was sagen jetzt passiert? Was war das? Wieso hatte ich jetzt so einen Heilzauber oder so direkt neben mir? Ich bin nicht direkt aufgestanden. Keine Ahnung. Ja, ich nehm's. Ich nehme mal ein Wundergummi, Flynn. Okay. Oh, perfekt, wir waren beide im Kreis. Den hast du halt gesehen, aber unglaublich. Ist ja vielleicht mal zu Flynn wechseln, ne? Aber nein. Au. So, komm, wir haben dich gleich. Au, oh, ich weiß, was dieser blaue, dieses blaue Kreuz macht. Da tut meine Fertigkeiten irgendwie.
1, 2, 3. Seht ihr, ich kann nur dreimal angreifen jetzt. Also tut meine Fertigkeiten irgendwie ausschalten, sag ich mal. Muss nicht heilen, denn wir sind sowieso gleich tot. Oh Mann, ich wollte noch einmal hauen. Big Bang, au, Attacke. So, jetzt komme ich wieder hier, setze eine Leckerei ein, dann geht es wieder gut. Oh Gott. Ja, ich habe keine Technik. War gut gemacht, Flynn. Er hat direkt sein Ding hier, sein tödlicher Schlag eingesetzt, ey. Was er gesehen hat. Oh, da ist ein Kreis. Boom. Au. Au, au. Oh Gott. Oh, die blöde Pille. So, Tränke des Lebens. Geht uns aber eigentlich auch relativ gut, merke ich gerade. Also, nur. Da. Herr. Nein, du. Zack. Boah, ich habe den aufgehalten. Und hat gesehen, weil auf mich zugedüst kommt. Ich kam einfach so nett. Final Gale Dusch. Bin ich auch manchmal eine mystische Art? Nee, das ist Fatal. Wer ist halt nochmal? Final Fury, ne? Ja. So, jetzt geht er aber noch richtig los, die letzten paar Punkte. Aber egal. Schaffen wir. Oh, wollt ihr nur einen? Warum liegt ein Estal am Boden? Oh Gott. Okay. Ich habe nur die Objektladezeit da gelesen. Kannst du mal aufhören, mich immer voll fertig zu machen, nachdem ich hier gerade aufstehe? Jawohl, Heiloffensive, Flynn. Oh ja, danke, Flynn. Aber jetzt kriegst du auch Nuss von Leben. Ich hab schon wieder die Pille. Au. Mich nur getroffen im letzten Moment, ey. Ich wollte ausweichen, ich wusste, da kommt was Schlimmes. Solchen ganzen Spezifik und Leckereien wieder herkriegen. Ich glaube, die kann man den Dings herholen, ne? So, ja, ich habe zu viel gewechselt. Was das wohl zu bedeuten, ne? Ich will mal eine andere Mystikart sehen, okay? Oh mein Gott, echt? Na super. Ey. Ey, das ist doch voll kacke, ey. Warum konnten denn nicht mal stehen bleiben für eine Sekunde? Ich wollte mal den. Wollte mal einfach irgendeine andere Mystika sehen. So, letztes Spezifik. Aber wir sind heute gerade im Endspurt. Macht das den Kampf überhaupt spannender anzusehen? Ich weiß es nicht. Letztendlich. Ist das hier eigentlich nur ein Kampf irgendwie? Das ist irgendwie so ein Ausdauerkampf mehr als, weiß ich nicht. Ich könnte jederzeit sterben oder so. Ein falscher Move und ich bin tot oder so. Einheit falsch bewegt. Ein bisschen tot. Also das Gefühl habe ich jetzt hier nicht. Ich meine, das ist ganz schön krass hier natürlich, aber dagegen kann man gegen operieren. Jedes Mal, wenn wir aus dieser Szene herauskommen, ne, haut der mich kaputt. Schau ich mal kurz, ne, ist ja nichts dagegen. Aber wenn ich Ruhm hätte, ne, wenn ich Ruhm hätte, ne, dann wärst du so was von tot, ne, dann wenn mir all deine Angriffe am Popo vorbeigegangen, ne, wenn ich dich einfach vernichten können, ne. Aber ich bin ja ein netter Kerl und habe mich selber hier verkrüppelt, damit die Sache hier fair bleibt. Wie dankst du es mir? Du kommst mit so einer blöden, mystischen Art hier um die Ecke, die uns alle auf
mehr oder weniger einer Peruna ballert, fast tötet und zwingt eine Leckerei einsetzen jedes Mal. Alles Schlimmste, was passieren kann, ist jetzt, dass der diese mystische Art einsetzt und direkt danach irgendwie so einen Massenzauber einsetzt, der auf alle geht, so Meteoridensturm oder so. Oder diesen Lichtangriff hier, diesen Lichtstrahlangriff, den Estella auch gelernt hat. Den hat er, glaube ich, auch mal eingesetzt hier irgendwann, ne? Also ja, wenn er direkt mit sowas kommt irgendwie hier, nach seiner mystischen Art, dann sind wir tot. Weil er bewegt sich ja nicht, also... Ja, ist gut. Wir haben übrigens auch noch 100.000 AP, die wir ihn abziehen müssen. Wir haben es leicht geschafft, Leute. Also er hat noch eine Phase. Aha. Oh. Ja, macht euch alle bereit zu sterben. Oh Mann. Ist Tells tot, was? Ja, was war hier? Bringt ja nichts, sie jetzt wieder zu beleben eigentlich. Oh nein, was? Ich habe schon wieder diese Uhr gesehen. Oh. Ist aber weg jetzt wieder, ne? Ja. Langsam wird es ein bisschen knapp in den Leckereien. Diese Uhr, den, das kann auch Dings ja Patty einsetzen. Einigen ihrer Dinger hier, ihre Zufallszauber, glaube ich. Und das sorgt dafür, dass ein paar Sekunden lang alle einfrieren. Wenn er gegen uns eingesetzt wird, dann haben wir ein Problem, ne? Direkt nachdem, zum Glück verschwindet das irgendwie, nachdem er seine mystische Art einsetzt. Wenn er direkt danach käme, ne, dann könnten wir uns nicht bewegen, dann könnten wir uns nicht heilen, dann wären wir tot und das wäre schlecht. Gott, ich bin gleich tot. Wo wir gerade vom Sterben reden, boom. Oh Gott, ich habe mich fast vollgeheilt damit. Na, oh. Habe ich überhaupt schon angesprochen, dass das voll nervig ist, von denen die ganze Zeit zu teleportieren. Ja, das ist einer der kleinsten Probleme im Moment, aber das ist natürlich auch nicht so dolle. Dadurch haben wir gleich. So. Auf diesen finalen Sprint mal gesehen so. Er kommt auf mich zu, ich gehe auf ihn zu. Na, komm mal her. Komm mal her. Nein, bleib doch mal hier. Alle auf ihn. Okay. Wir haben es geschafft. Ein Kebab-Sandwich. Ach komm schon, Flynn. Im letzten Moment. Alles klar, gut. Wir haben übrigens keine Erfahrungspunkte, also was bekommen. Es kommt noch eine Form, pass auf. Ja. No. Okay, cool. Passiert echt was jetzt. Das ist gut, oder? Oh Gott. Das sieht aber nicht gut aus. Es kommt jetzt echt nicht noch eine dritte Form, oder? Was?
Kommt jetzt echt noch ein Kampf? Aber die Teufelswaffen, die sind jetzt stärker, oder? Wir müssen jetzt übel Schaden machen, oder? Ich habe nicht so viele Gegenstände übrig, also wenn er jetzt wieder mit Urknall ankommt, ne? Was werden jetzt passieren, wenn ich die nicht ausgerüstet hätte? Das würde mich jetzt mal so interessieren. Jetzt kommt der ja Level 200. Pass auf. Oh Mann. Strahlender Geflügelter, ey. Der Kampf vorhin war schon schwer genug, ey. 82? Guck sich mal einer den die seine Werte an. Nee. Ja. Das schaffe ich ganz bestimmt nicht. Lass mal sehen, was der alles drauf hat. Der ist Level 82, den schaffe ich nicht. Ich habe halber Schaden, also was drin, hallo. Soll ich ihn natürlich schon schaffen? Okay, ja. Okay, der ist jetzt eigentlich nicht so viel stärker. Ich meine, der macht übel Schaden. Estelle ist tot. Aber mir gehen die Items. Ich habe keine Items mehr. Was soll ich denn jetzt hier machen? Was? Ah! Ja, ich will uns eigentlich hier alle heilen. Dreck. Ich glaube, sie ist jetzt tot. Jetzt gerade so mein Tränke des Lebens da. So, was kommt der jetzt? Setzt er jetzt einfach auf. Urknall plus ein Schaden. Ach, nee. Schaffen wir nicht. Na gut. Ich will einfach mal sehen, was der jetzt macht. Das sieht nicht so gut aus. Okay. Ist ja nicht unsere mystische Art. Heldenmutige Vesperia, was? Was ist jetzt gerade passiert? Okay. So, das war nicht gut. Alles klar. Der hat drei Phasen. Die dritte Phase ist mal so 20 Level höher. Geil. Ich nehme mal kurz das hier raus. Ich nehme mal kurz das hier raus und... Ich würde dann sagen, das war's dann für diesen Part. Im nächsten Part kümmern wir uns dann um diese Form dann und ja, mal gucken, ob wir eine Chance haben mit, weiß nicht. Ich gehe jetzt erstmal mit Super Equipment hier in die in den Kampf rein und boom. Dann gucken wir mal hier so, ob ich den dann schaffe, ne? Wenn ich jetzt hier meine normalen Klamotten anziehe, meinen halber Schaden wegmache. Ich meine, die ersten beiden Phasen habe ich ja so geschafft, also mit halber Schaden oder so. Also die Herausforderung ist jetzt nicht flöten gegangen, aber ja. Ich sehe euch dann im nächsten Part. Bis gleich. Bis gleich. Also ich nehme da auf, deswegen habe ich gesagt bis gleich. Aber ciao. Abonniert und so, ne? Kein Tschüss. Was?